Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Episode des Profi-Walkthroughs von Dark Souls 2. Das Erntetal ist durchschritten, jetzt wartet der Boss dieses Gebiets. Ich habe am Ende der letzten Episode schon angeteasert, das ist keine Herausforderung. Das ist der leichteste Boss des Spiels und wahrscheinlich wirklich, wie ich schon gesagt habe, der leichteste Boss der kompletten Dark Souls Trilogie. Ein paar Worte vorneweg. Der Typ ist besonders anfällig gegenüber Stoßwaffen. Das heißt, wenn ihr Speere oder Hellebarden oder dergleichen habt, dann mag das der Typ ganz besonders überhaupt nicht. Dafür ist er resistent gegen Blitz. Das macht allerdings wirklich alles keinen großen Unterschied, denn der ist einfach ein absoluter Witz. Ganz ehrlich. Schauen wir ihn uns mal an. Der Habsucht-Dämon sieht aus wie Jabba the Hutt und ist auch genauso träge und langweilig. Das Einzige, was ihr machen solltet, ihn nicht von vorne angehen, sondern behende umkreisen mit dem Schild nach oben. Auch nicht von hinten. Das ist so ziemlich das Einzige, was er kann. Er macht eine Platschattacke. Manchmal springt er sogar. Das kann ein bisschen überraschen. Oder er wischt hier mit seiner Hand auf. Aber ihr seht schon. Er hat auch nicht viele Lebenspunkte. Das heißt, ihr könnt ganz schön draufdreschen. Bitte allerdings nicht bis zum Ende. Denn wenn er euch erwischt, wenn er trifft, dann richtet er bei erhobenem Schild tatsächlich viel Ausdauerschaden an. Deswegen lasst immer mindestens die Hälfte eures Ausdauerbalkens voll. Und regeneriert wieder. Und kreist ihn mit dem Uhrzeigersinn. Drischt ein-, zweimal auf ihn drauf. Und ganz ehrlich, das ist es schon. Keine besondere Taktik. Deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass man hier keinen NPC-Kollegen beschwören kann. Denn wirklich viel einfacher könnte er den Kampf gar nicht machen. Wir bekommen seine Seele. Wir bekommen, das seht ihr rechts unten, gar nicht knapp Seelen für den Kampf. Und ein paar Worte zu seiner Seele. Wenn ihr sie konsumiert, bekommt ihr 6000 Seelen extra obendrauf. Oder wenn ihr sie bei Straight eintauscht in der verlorenen Festung, bekommt ihr die Knochen-Scythe, also die Knochensense, das eine ziemlich coole Sense ist, die eine ziemlich coole Sense ist, weil sie sehr gut von Anfang an auf Stärke skaliert. Und sie sieht auch ziemlich cool aus obendrein. Also wer Sensen mag, und ich finde diesen Waffentyp sowieso ziemlich sexy, der freut sich hier über dieses Ding. Gut, wir gehen hier die Treppe rauf und finden das Leuchtfeuer dieses Bosses. Und weil diese Episode jetzt so kurz war, weil dieser Boss halt so verflucht einfach ist, machen wir jetzt noch ein paar Dinge. Denn wir haben ja in der letzten Episode wahnsinnig viele glatte, seidige Steine eingesammelt. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder zu unserer Krähe, um sie alle einzutauschen. Dieses Glücksspiel, das wird wieder sehr lustig und spannend. Abermals hier beim Nest erinnere ich euch dran oder möchte ich euch dran erinnern, dass ihr diese Steine einzeln ihr ins Nest legt und nicht im Gesammelten. Außerdem nicht aus Versehen benutzen hier, denn es gibt einfach nur einen kleinen Heilboost und das war's. Es wäre sehr peinlich, wenn man einen solchen Stein vergeudet. Jetzt wieder nehmen, ablegen, zack und das tatsächlich mal einzeln. Das ist leider ein bisschen mühsam, aber das ist die einzige Möglichkeit, ihr das richtig zu geben, damit sie es auch Stein für Stein eintauscht in irgendwas hoffentlich besonders Cooles. Das sind jetzt insgesamt 6 Steine. Also 6-mal dürft ihr jetzt mir die Daumen drücken, dass da was Cooles bei rauskommt. Nummer 1. Gelbes Kraut, naja. Nummer 2. Pfahlstein. Da muss ich selber mal nachgucken, was der bewirkt. Nummer 3. Feuerdrakenstein. Göttlicher Segen, ja. Mächtiges Heilmaterial, okay. Der weiße Ring, das ist ein spezieller Ring, der keinen besonderen Nutzen hat, außer dass er euch in ein weißes Phantom verwandelt. Das ist so ein PvP-Trollring. Da könnt ihr irgendwer invaden, euch weiß ankleiden statt rot und so quasi so tun, als ob ihr ein Kollege seid, ein Koop-Kollege, aber stattdessen seid ihr eigentlich der Feind. Das ist also so ein Trollring für PvP. Und eine Titanit-Scholle. Okay, also zum Schluss nochmal ein geiler Fund, weil das halt natürlich wieder mal die Möglichkeit ist, eine Waffe auf Level 10 zu bringen. Titanitschollen gibt es in diesem Spiel sehr, sehr selten. Deswegen war das jetzt hier zum Schluss ein regelrechter Juhu-Moment. Wie viele Schollen haben wir eigentlich mittlerweile? Schauen wir doch mal rein. 3 Stück. Wow. Ja, um das Ding nutzen zu können, müssen wir allerdings noch sehr viel mehr Titanitbrocken sammeln, weil das ja quasi die Stufe davor ist. Und von denen brauchen wir natürlich auch immer
sechs oder acht Stück, um quasi Waffen von 7 auf 8 auf 9 zu bringen und dann letztlich mit der Scholle auf 10. Gut, dann gehen wir noch kurz nochmal Jula und leveln noch ein bisschen auf. Wir haben ja echt ordentlich Seelen gesammelt. In der letzten Episode haben wir Cloanne kennengelernt, die Tochter des Schmieds. Die sitzt jetzt ab sofort hier und verkauft euch, wie sie es schon angedeutet hat, Steine. Also in dem Fall Titanit. Und je weiter wir im Spiel voranschreiten, desto mehr wird sie ihr Portfolio ausweiten. Das wird sie dann wird sie nicht nur kleine Scherben verkaufen, sondern dann irgendwann mal auch große, sogar Brocken. Die sind dann allerdings ziemlich teuer. Falls wir allerdings nicht genug finden sollten in der Spielwelt oder durch, ja, Finderglück, wie jetzt gerade eben bei der Krähe, können wir hier eben gegen teuer Geld fehlende Scherben einkaufen. Wir können sowieso mal schauen, ob wir unsere Waffen dadurch, dass wir in der letzten Episode so viele von den Titanit-Scherben und so dergleichen gefunden haben, ob wir die eine oder andere Waffe vielleicht verstärken können. Zum Beispiel unser Flammenschwert. Da haben wir 2 Brocken. Wir haben 3, wir brauchen 2 davon. Und für die nächste Stufe, wir haben jetzt unser Feuerschwert schon auf Stufe 8. Das heißt, wir müssen jetzt noch 2 Brocken finden, um es auf Stufe 9 zu bringen und instant dann auf Stufe 10, weil wir haben ja 3 Schollen. Tolle, tolle Sache. Wie sieht es mit unserem Bogen aus? Der braucht große Titanitscherben. Haben wir genug dabei. Bringen wir auf Level 6. Oh, den Brocken nicht. Den vergeuden wir nicht für den Bogen. Und wo ist unser hier ist unser Zauberstab. Dafür könnten wir allerdings auch nochmal unseren Brocken hernehmen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Also wir brauchen so oder so in nächster Zeit ziemlich viele Brocken. Deswegen stecken wir den jetzt in unseren Zauberstab, denn wir zaubern ja genauso häufig, wie wir mit dem Schwert draufhauen. Perfekt. Unsere Rüstung braucht leider Glitzer-Titanit. Das ist so selten. Außerdem haben wir es schon lange nicht mehr mit einem Pursuer zu tun bekommen, der die Dinger ja immer fallen lässt. Die müssen wir wohl einfach finden. Oder hoffen, dass sie irgendwann mal Cloanne verkauft. Das dauert allerdings noch ein Weilchen. Gut, jetzt werden wir nur noch unsere ganzen Seelen konsumieren, die wir eingesammelt haben. Um von 60.000 auf vielleicht jetzt 80 oder 90 zu kommen. Erstmal die Habsucht-Dämonen-Seele. 6.000. Dann haben wir hier den Gerippefürsten. Nochmal 6.000. Einen großen, tapferen Krieger. Dürften 8.000 sein. Jawohl. Den normalen, tapferen Krieger. 5.000 vielleicht. Jawohl. Zweimal ein namenloser Soldat. Das sind jetzt nicht so viele. Das sind die ganz kleinen Seelencontainerchen. 1.600 insgesamt. Das ist jetzt nur noch Kleinvieh. Schade, wir kommen gar nicht mehr auf unsere 90.000. Egal. Aber das ist schon wahnsinnig viel. Außerdem haben wir noch eine Estus-Scherbe, sehe ich gerade, die wir noch eintauschen können, um eine weitere Aufladung zu erhalten. Das, daran wird sie uns jetzt auch erinnern, wenn wir sie ansprechen. Also erstmal die Estus-Scherbe geben. Ein Estus-Flakon mehr, sehr gut. Und dann steigen wir im Level auf. 11.000 kostet einer, ein Levelaufstieg gerade, dann relativ schnell 12.000. Wir haben jetzt fast 90. Mal sehen, wie viele Levels es gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Levels haben wir zu vergeben. Okay. Intelligenz ziehen wir nach. Wie brauchen wir eigentlich für einen Zaubereislot? Oh Gott, das dauert noch eine ganze Weile. Wir brauchen 4 Level-Ups für einen weiteren Zaubereislot. Aktuell gehen uns die Zauber noch nicht aus. Das heißt, ich spare mir das noch ein bisschen. Wie immer ein bisschen Vitalität, ein bisschen Konstitution und dann wird hier Stärke und Geschicklichkeit nachgezogen. Ah, machen wir so. Genau. Und jetzt sind gerade mal noch 712 Seelen übrig. Wenn das mal nicht gepasst hat. Perfekt. Nun denn. Wir haben es geschafft. Das nächste Gebiet, das ansteht, hört auf den hübschen Namen Irdenspitze, ist allerdings brandgefährlich und wartet mit einem endlich mal zur Abwechslung etwas schwereren Boss auf. Machen wir dann in den nächsten beiden Episoden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Winke wie immer feierlich zum Abschied und sagt Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Profi-Walkthrough von Dark Souls 2. Bye, bye.